Und da, genau da ist es, meine Damen und Herren, das große Maß an mangelnder Selbstreflexion, das gesamte Maß an Wirklichkeitsverdrängung seitens der Politik kommt hier zum Ausdruck, und zwar in diesem Interview mit der Welt, und zwar, ihr seht es selbst, Saskia Esken von der SPD. Und ich möchte hier jetzt mal drei wichtige Punkte ansprechen. Ich kann euch leider nicht das ganze Interview zeigen, denn es ist hier so ein Plusartikel und so weiter. Aber es geht schon direkt los, ja, mit dem Titel: Die Menschen sind hochgradig ermüdet und verunsichert. Und natürlich wird Frau Esken hier ganz zu Beginn gleich auch auf die hohen Umfragewerte der AfD angesprochen. Das ist ja allgemein heutzutage Usus bei den ganzen etablierten Parteien und auch bei den ganzen Interviews. Man beschäftigt sich die ganze Zeit erstmal nicht mit den tatsächlichen Problemen, die in Deutschland überall zugegen sind und wie man diese Probleme aktiv löst, sondern man spricht die ganze Zeit nur darüber, warum die Umfragewerte der AfD so hoch sind. Und das Interessante ist, wenn man jetzt mal all diese ganzen Dinge, die auch Saskia Esken in diesem Interview nennt, nämlich zum Beispiel den Klimawandel, dazu gleich noch mehr, aber vor allem auch Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg und so, da spricht sie die ganzen Krisen an und dann sagt sie, dass die Menschen in Deutschland einfach extrem ermüdet und verunsichert sind aufgrund dieser ganzen Ereignisse. Der Punkt ist nur der, erstmal ist dieses Wort ermüdet und verunsichert das Falsche. Jedenfalls, wenn ihr mich fragt. Ich bin es eher leid. Aber ich bin es nicht leid wegen irgendwie der Pandemie oder so. Ja, weil für die Pandemie, dass sowas ausbricht, kann die Politik nichts. Gut, es gibt mittlerweile natürlich so die ziemlich interessanten Theorien auch dazu, wie das Ganze ursprünglich zustande gekommen ist. Da wäre dann aber eher die Politik in den USA mal gefordert, dort ein bisschen Aufklärung und so weiter zu machen. Ich sage nur Lab Leak Theory und so weiter. Aber jetzt würde ich erstmal den deutschen Politik keine Verantwortung darüber machen, dass es hier eine Pandemie gab, ja. Was aber tatsächlich die Leute meiner Meinung nach in Deutschland in den letzten Jahren massiv ermüdet hat, war nicht die Pandemie selbst, sondern die ganzen Maßnahmen, die seitens der Regierung getroffen wurden, um eben das freie Leben und die Selbstbestimmung der Bürger einzuschränken. Und das kann ich nahtlos hier an die Regierung von Mallorca weitergeben. Ja, manche von euch beschweren sich ja immer, dass ich immer nur über die Regierung und so in Deutschland mecker und nie über die spanische. Nun, da muss ich sagen, wenn ich einen YouTube-Kanal für irgendwie Mallorquiner machen würde, dann würde ich genug meckern über das, was hier in den letzten Jahren abgelaufen ist. Ja, was ich ermüdend fand, war, dass ich zum Beispiel abends, wenn ich mit dem Hund rausgehen musste, irgendwie noch gesehen habe, oh shit, es ist schon 22 Uhr, jetzt darf ich nicht mehr raus. Und als ich das einmal vergessen habe, ich von der Polizei ausgebremst wurde, sodass die fast noch mich und meinen Hund überfahren haben, ja, und mich in ziemlich rüpelhaften Ton dazu ermahnt haben, dass es bereits 22 Uhr ist, obwohl es mitten im Winter war, nirgendwo irgendjemand draußen war. Und das war das Ermüdende. Nicht das Ganze selbst und irgendwie, dass man mal einen Schnupfen hatte oder so, sondern der ganze Umgang der Politik damit. Und ähnlich ist es auch mit vielen anderen Krisen, die jetzt gerade sind. Ja, ich meine, es ist auch schon bezeichnend, dass jetzt hier beispielsweise auch Frau Esken sagt, dass Putin den Krieg in der Ukraine auch mit dem Gashahn und so weiter geführt hat. Und auch sie hat sich ebenso wie beispielsweise neulich schon der Wirtschaftsminister Habeck selbst auf die Schulter geklopft dafür, dass sie das ja so hervorragend gemanagt haben mit dem Gas und so. Aber auch hier verkennt sie total die eigentlichen Sorgen und Ängste der Bürger, indem sie nämlich sagt, ja, die größte Sorge, die die Leute haben, ist eben der Klimawandel. Das lastet auf allen und genau deswegen müssen wir ja das Heizungsgesetz jetzt durchpeitschen und so weiter. Doch wenn man sich jetzt tatsächlich mal die eigentlichen Umfragen unter den Bürgern anschaut, ja, wovor haben die Deutschen Angst? Dann sehen wir, ganz oben sind es immer steigende Lebenshaltungskosten, Wohnen in Deutschland unbezahlbar, schlechtere Wirtschaftslage, Steuererhöhungen, Leistungskürzungen durch Corona, Kosten für Steuerzahler, bla. Und dann kommt irgendwann mal die Naturkatastrophe. Das heißt, ganz oben sind ganz andere Dinge,
die primär die Deutschen belasten. Und es ist ja auch völlig klar, ne? Weil wenn man ein entsprechendes Politikersalär bezieht, dann kann man sich natürlich auch über ganz viele andere Dinge natürlich noch kümmern und kann sich auch die ganze Zeit mit irgendwelchen Tipps dazu, wie man und wie lange man duscht und so auseinandersetzen. Das ist an dieser Stelle schon mal ganz richtig von Frau Esken gesagt, dass das nicht Aufgabe der Politik ist zu bestimmen. Also an der Stelle stimme ich ihr dermaßen zu. Da können sich auch die Grünen mal unbedingt eine Scheibe von abschneiden. Aber dass sie das Ganze natürlich so ein bisschen umdreht, was die Realität betrifft, muss man hier schon noch mal festhalten, dass durch die Sanktionen eben die Gashähne dann irgendwann zu waren, weil selbst während, ja, das kann man gerne nochmal nachlesen, ja, für die, die es nicht mehr ganz auf dem Schirm haben, während der Krieg bereits begonnen hat, ist das Gas noch weiterhin erstmal geflossen, die ganze Zeit. Und dann aufgrund der Sanktionen hieß es dann irgendwann, okay, jetzt gibt es kein Gas mehr und so. Das muss man bei all der Kritik, die man sozusagen gegenüber Putin haben kann und so, ja trotzdem festhalten, wie die Realität ausgesehen hat, ja. Aber wirklich sinnbildlich, und diese Stelle, die muss ich doch mal ganz kurz hier zitieren, wirklich sinnbildlich für das eigentliche Problem, was hier Frau Esken hat, das wird hier wirklich ganz klar beim Thema Gendern. Ja? Weil hier sagt sie nämlich, und zwar zeige ich das ganz kurz, ich bin überzeugt, wenn Konservative und Radikale nicht so ein Gewese darum machen würden, würde kein Mensch darüber reden. Ja? Und jetzt ist das Spannende, dass die meisten Menschen von sich aus schon in zig Umfragen, selbst die Kinder, die ja in der Schule schon damit die ganze Zeit genervt werden. Ich meine, man muss sich auch mal vorstellen, die Leute, die zum Beispiel in Deutschland sind und Deutsch lernen sollen, also die zum Beispiel aus dem Ausland kommen, ja, und man will jetzt diesen Leuten Deutsch beibringen. Deutsch zu lernen ist jetzt nicht unbedingt eine leichte Sprache. Und jetzt will man diesen Leuten auch noch beibringen, wie sie die ganzen Sternchen setzen und was das alles ist. Da denkt man sich so, ey, jeder normale Bürger denkt sich so, ey, ein Arzt ist halt ein Arzt und mit einem Arzt sind auch alle Ärztinnen automatisch gemeint. Wir lehnen das gesamtbürgerlich im großen Durchschnitt einfach ab. Ja, und das hat nichts damit zu tun, dass irgendwie die Konservativen dagegen Stimmung machen oder irgendwie die Rechten wie die AfD und so weiter. Übrigens, wenn man das im Parteiprogramm der AfD mal durchliest, die sagen sogar, die sind nicht nur gegen das Gendern, die sind auch gegen Quoten, ja, innerhalb der Politik, was ich übrigens auch absolut unterstützen kann. Man sollte nicht auf Quoten setzen, sondern auf Leistung, weil wenn man eben auf Quoten setzt, dann ist das vor der Verfassung einfach nicht mehr die Gleichbehandlung von Mann und Frau, ja. Wenn du einfach nicht einen Job bekommst, weil du nicht zu einer gewissen Quote gehörst, sondern obwohl du ihn eigentlich bekommen würdest aufgrund der Leistung, dann ist das schlicht nicht gerecht, ja. Ganz einfache Geschichte. Und das hat nichts damit zu tun, dass irgendwelche Konservativen dagegen Stimmung machen, sondern weil die Bürger einfach selber es für logischen nicht nachvollziehbar finden. Und das ist der Punkt. Aber Frau Esken macht hier wieder den großen Fehler, dass sie sagt, ja, das, was wir alles gemacht haben, ist notwendig und wichtig und auch das GEG, wir haben es nur falsch erklärt. Ja, wir haben die Bürger überfordert, ja, und die sind alle so stark beansprucht und so weiter und wir müssen besser kommunizieren, ja, das ist schon wieder dieses wohlfahrtsstaatliche, diese wohlfahrtsstaatliche Überheblichkeit, dass man seine eigenen Fehler nicht darin sieht, dass man von der Sache her etwas falsch gemacht hat und Fehler begangen hat, sondern man hat es ja immer nur falsch kommuniziert. Und das schwingt leider immer wieder überall bei diesen Interviews und bei diesen Statements und bei dieser mangelnden Selbstreflexion hier mit. Und deswegen werden die auch meiner Meinung nach weiterhin ihre Lektion von den Wählern und von den Bürgern bekommen, so lange, bis eine tatsächliche Selbsterkenntnis mal einsetzt und die tatsächlich sagen, hey, das gesamte Gesetz beispielsweise, das wir gemacht haben, oder diese Maßnahme damals, die war komplett falsch, ja. Gab es ja auch in anderen Ländern, habe ich neulich schon gezeigt, ja, dass dort zum Beispiel die ganzen unrechtmäßigen und verfassungswidrigen Strafen während der Pandemiezeit, zum Beispiel wenn man irgendwelche Geldstrafen zahlen musste und so, weil man gegen irgendwelche Ausgangsbeschränkungen verstoßen hat, die wurden vom Staat alle nacheinander jetzt zurückgezahlt an die Bürger. Das wäre mal eine Maßnahme, die zeigen würde, aha, hier nehmen wir tatsächlich die Bürger und ihre Selbstbestimmung, ihre Freiheit sozusagen ernst, ja, und nicht immer dieses Betüdeln von oben herab.